Grüß Gott und Dobriden aus dem Avalon-Studio in Regen. Mein Name ist Miriam Lange. Ich möchte Sie im Namen des Sekretariats für grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement im Themenbereich Kultur und Tourismus recht herzlich zu unserer heutigen Sendung unter dem Motto Grenzregion, Genussregion begrüßen. Dass Essen und Trinken nicht nur Leib und Seele zusammenhält, sondern vor allem der Völkerverständigung dient, ist Kerngedanke unseres Genussführers Bayern Böhmen, den wir am 31. Juli 2021 offiziell im Rahmen eines Schmankerl-Freundschaftsfestes in Zwiesel vorstellen durften. Auf 104 Seiten versammelt er rund 90 Biobetriebe, Bauernläden, kleine Brauereien, aber auch ausgewählte Genussorte, Restaurants und Cafés entlang der Grenze. Das heißt in den Regionen Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Pünktlich zum Wein-, Obst- und Erntefest möchten wir Ihnen das kulinarische Schaufenster vorstellen, das nicht nur für die Ausrichtung des Genussfestes verantwortlich zeichnete, sondern als einer von 100 Genussorten Bayerns auch selbst in der Broschüre vertreten ist. Zusätzlich hat sich Simona Fink mit Herrn Ivo Schasche getroffen. Er verleiht einmal im Jahr den Preis für das beste Lebensmittel des Kreises Pilsen. Zusätzlich möchte er uns ein wenig mehr über das Regionalnetzwerk Regional Nipotra Wiener erzählen. Tarisme. Bei mir heute im Studio ist Veronika Wellisch, Leiterin des kulinarischen Schaufensters Schmankerl aus der Region, das wir hier auch im Hintergrund sehen, allerdings nicht zur Herbst-, sondern zur Frühlingszeit mit den wunderbar bunten Veilchen. Hallo, Frau Wellisch. Grüß Gott, Frau Lange. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass wir Sie da haben. Was ist für Sie ein Genussort? Ein Genussort ist für mich persönlich, sagen wir es sowas wie unser kulinarisches Schaufenster, ein Ort, wo man die kulinarischen Highlights einer Region gesammelt an einem Platz findet, wo man probieren kann, einkaufen kann, einfach eine Region kennenlernen kann. Mhm, durch den Geschmack, denn auch die Heimatliebe und die Liebe zum fremden Land oder zur fremden Region geht ja bekanntlich durch den Magen. Welches Konzept verbirgt sich denn hinter diesem kulinarischen Schaufenster? Weil ich glaube, wir haben ja verschiedene Zielgruppen, also sowohl die Lieferanten auf der einen Seite als auch dann diese Gäste und Kundengruppe auf der anderen, die sich aus Einheimischen und Touristen zusammensetzt. Genau, es verbirgt sich hinter unserem kulinarischen Schaufenster das Konzept zum einen, sagen wir, Verkaufsladen für regionale Produkte, auf der anderen Seite eine Landkreistouristinformation. Eröffnet ist unser kulinarisches Schaufenster im April 2016 worden. Wir sind seitdem stetig gewachsen, sagen wir, gewachsen mit verschiedensten Produzenten, haben neue Produzenten dazugekriegt, haben andere leider wieder verloren, weil sie aufgehört haben. Oder weil wir halt manchmal einfach dieses Luxusproblem dann schon haben, wir bringen die Ware nicht her, was wir brauchten. Oder weil es halt der Produzent dann in seinem kleinen Hofladen selber braucht und sie uns nicht geben kann. Im Herbst 2016 sind wir dann das erste Mal als Landkreistourist erfolgreich zertifiziert worden. Diese Zertifizierung hat dann zwischendrin schon noch einmal stattgefunden und wir haben die Standards halten können, haben uns verbessert und wachsen so mit der Zeit. Also ich war auch schon zum Weißwurstfrühstück bei Ihnen und auch zum Kaffee trinken. Das ist ja noch eine Besonderheit, dass genau. Man einkehren kann. In unserer kleinen Avalon-Stube kann man zu jeder Jahreszeit gern Kaffee trinken, seine Mittagspause verbringen, an einem Wochenende ein Weißwurstfrühstück genießen und zu den Sommerszeiten, wenn das Wetter denn mitspielt, auch das Ganze gerne im Freien auf unserer wunderschönen Terrasse genießen. Genau, wir haben ja schon zweimal das Vergnügen gehabt, dann haben wir unseren Genussmarkt, unseren bayerisch-böhmischen, bei Ihnen im kulinarischen Schaufenster ausrichten können. Ich sehe jetzt, wir haben da verschiedene Schmankerl aus dem Aberland, aus dem bayerischen Wald mitgebracht und ich sehe auch ein böhmisches zumindest. Was haben wir denn da alles? Genau, ich habe momentan verschiedene Sirupsachen von der Manufaktur Machatschko. Oder auch Brotaufstriche von süß über deftig bei mir im Laden. Das ändert sich saisonal immer und immer wieder. Zur Winterszeit gibt es dann die typisch böhmischen Früchtetees im Glas, die ja schon ein Highlight sind, weil es halt ganz was anderes ist, wie es bei uns sind. Genau, also in dem Fall wird eigentlich mit Mineralwasser aufgegossen bei den Sirupen und dann quasi bei diesen Früchtetees im Glas mit heißem Wasser, würde ich sagen. Genau. Oder? Ja. Das ist ja, sage ich mal, von der Konsistenz her, würde ich sagen, bei uns in Deutschland schaut es aus wie ein Kompott. Oder ist es Kompott? Man nimmt, je nach Belieben, einen Teelöffel, einen Esslöffel voll, gibt es in der Tasse und übergießt es mit kochendem Wasser und hat dann so die Früchte noch mit in der Tasse und genießt es so. Also das ist nicht so der typische Teebeutel, sondern ein ganz anderes.
Erlebnis. Oh ja, da freue ich mich im Winter schon, wenn dann Ingwer und Orange und Zitrone hinzukommen. Genau. Noch eine Frage. Ich sehe auch die wunderbare Fichtennadelseife aus der Wohlziederei. Es heißt also, wir haben nicht nur kulinarische Genüsse, oder? Nein, das ist so eine der ersten Ausnahmen gewesen. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran, als der Michael damals zu mir ins kulinarische Schaufenster kam und wollte, dass wir Seifen verkaufen. Mhm. Oder die jetzt da bei uns anbieten. Dann sage ich, naja, Seife und Kulinarik haben wir ja eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Wir sind uns aber dann eigentlich schon relativ schnell einig geworden. Eigentlich gehört schon zusammen, mhm. weil wer kocht und genießt, muss ja ab und zu mir die Hände waschen. Vor allem zur Corona-Zeit? Da auf jeden Fall, umso intensiver. Und ich war damals dann auch die erste Verkaufsstelle der Wohlziederei. Mhm. Mittlerweile haben sie seit Kürze in Zwiesel, in Theresienthal, auch selber einen kleinen Laden mhm. eröffnet. Und so wie wir gewachsen sind im kulinarischen Schaufenster, ist auch die Wohlziederei gewachsen und hat mittlerweile ganz, ganz viele tolle neue Seifen und auch andere Körperpflegeprodukte. Mhm. Süß, sauer oder salzig, Frau Wellisch? Ich nehme an, es ist eine starke Versuchung. Es ist eine sehr starke Versuchung, in diesem Laden zu arbeiten. Man hält dem nicht immer stand. Ich bin in alle Richtungen unterwegs, mag eigentlich alles gern, aber momentan ist mein absolutes Sommerhighlight die Paprikamarmelade. Sie ist ein Genuss, einfach nur als Brotaufstrich. Passt perfekt zum Fleisch oder auch Käse. Einfach richtig gut. Das klingt schon so. Und ich sage, süße Versuchungen haben wir auch, aber es ist keine ja. Versuchung, sondern eine Versuchung. Ja. Was hat es damit auf sich? Das ist unsere neue Fairtrade Landkreisschokolade, weil der Landkreis Regen, das Aberland, ja auch seit geraumer Zeit Fairtrade Landkreis ist. Mhm. Drum haben wir lange überlegt und sind dann zum Entschluss gekommen, wir brauchen irgendwo ein Produkt, mhm. das sowohl bei uns im kulinarischen Schaufenster als auch in den ganzen Weltläden unter einem Namen mhm. verkauft werden kann. Und unter so einem dann, Hut, unter einer Banderole? Genau, mhm. genau. Das ist einmal so die Banderole und hinter der Banderole, wo sage ich mal, Nachhaltigkeit im Landkreis und so weiter noch erklärt wird, mhm. versteckt sich dann eine Bio-Schokolade, eine Fähre. Mhm. Und mit dem Kauf einer jeden Schokoladentafel gehen auch noch 20 Cent an verschiedenste Klimaprojekte. Das klingt super. Den werde ich auf jeden Fall beim nächsten Kauf mit in die Tasche packen. Wo wir schon so auf dem Durchmarsch sind, also in unserem Kulinarikführer gehen wir ja von Norden nach Süden auf beiden Seiten der Grenze. Wenn man dann das kulinarische Schaufenster an der B11 bzw. der B85 besucht, was gibt es drumherum gleich noch zu sehen, was man in Zwiesel und Umgebung mitnehmen könnte? Direkt an uns angrenzend ist das Naturpark-Informationszentrum, das man von Montag bis Samstag täglich von 9 bis 15.30 Uhr besuchen kann. Mhm. Dann als kulinarisches Highlight, sage ich jetzt einmal, gibt es neben uns noch den Weißwurst-Äquator. Dann haben wir verschiedenste Wander- oder auch Radwege, die an uns vorbei oder von uns weg starten mhm. und Gänger. Wenn wir uns dann weiter Richtung Stadtmitte bewegen, haben wir verschiedenste Glasmanufakturen, Glashersteller, die man besichtigen kann, wo man dort einkaufen kann und einfach, sage ich mal, dieses Glaserlebnis so richtig erleben kann. Mhm. Dann haben wir unser Waldmuseum in Zwiesel. Da gehe ich wieder ein Stück runter vom Waldmuseum Richtung Stadtplatz Zwiesel. Mhm. Da haben wir noch eine super Kaffeerösterei, die Kaffeerösterei Kirmsee. Oh ja, der Herr Kirmsee. Wo wir auch verschiedenste Produkte bei uns mit im kulinarischen Schaufenster vertreiben und anbieten. Ja. Mhm, das klingt auf jeden Fall wunderbar. Frau Wellisch, vielen Dank, dass Sie das so dargestellt haben. Ich könnte jetzt noch in die Tiefe gehen, natürlich mit den ganzen Produkten und mir einen Geschenkkorb kaufen, oder? Ja. Geschenkkorb. Geschenkkörbe gibt es überall zu bestellen, Social Media, per E-Mail, per Telefon natürlich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir bieten in allen Preislagen und Ausführungen, in allen Größenordnungen mhm. Verschiedenste Geschenkkörbe an. Wie Sie eh schon gesagt haben, kann man es per Mail, per Telefon, per Social Media bei uns bestellen
oder direkt bei uns persönlich vorbeikommen, sich das Sortiment anschauen, uns dann sagen, was unbedingt mit rein soll oder auf gar keinen Fall, wenn Unverträglichkeiten für den zu Beschenkenden bekannt sind. Also wir gehen da auf jeden Wunsch ein, es ist alles möglich und ich denke, dass auch für jeden Geschmack dann das Richtige im Körbchen verpackt ist. Vielen, vielen Dank, Frau Welisch. Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. In diesem Jahr hat der Wettbewerb regionale Lebensmittel in Pilsen zum 12. Mal stattgefunden. Worum geht es bei dem Wettbewerb? Es ist ein Wettbewerb für kleine und mittlere Produzenten regionaler Lebensmittel. Es ist ein Wettbewerb, der an allen Regionen der Tschechischen Republik verläuft. Wir haben hier 9 Kategorien. In jeder Kategorie kann nur ein Produkt siegen. Das heißt, es ist keine Veranstaltung wie verschiedene regionale Marken, wo jeder, der die Kriterien erfüllt, auch die Marke bekommt. Es ist wirklich ein Wettbewerb, wo wir eine Jury haben mit Mitgliedern aus der Veterinärverwaltung, aus der Lebensmittelinspektion, der Agrarkammer, der Lebensmittelkammer. Wir haben immer einen Vertreter der jeweiligen Region, einen Vertreter auch des staatlichen landwirtschaftlichen Interventionsfonds, der auch als Koordinator wirkt. Wie daraus hervorkommt, es ist also ein Wettbewerb des Landwirtschaftsministeriums, unter dessen Schirmherrschaft, wie gesagt, bereits schon 12 Jahre. Und wir als Uhlauer und die Ortsaktionsgruppe Böhmerwald sind der regionale Koordinator. Diese Koordinatoren sind in jeder Region und wir organisieren den Wettbewerb, sprechen die Produzenten an und bereiten auch die Jury vor. Und dann beteiligen wir uns am Marketing und der Werbung der einzelnen Produkte. Welche Bedeutung hat die Marke regionale Lebensmittel in der Tschechischen Republik? Es ist eine Marke, die leider eine von vielen ist, weil wir wissen alle, dass es in den Lebensmittelläden eine ganze Reihe von Produkten gibt mit verschiedenen Marken und oftmals verliert der Kunde den Überblick. Aber weil wir hier bereits den 12. Jahrgang haben, wissen viele Kunden bereits, dass wenn sie ein Produkt sehen mit der Marke regionales Lebensmittel, sehen sie ein Produkt, das direkt in der Region produziert wurde, weil es gibt hier auch die Maßgabe, dass ein Siegerprodukt den Hauptrohstoff beinhalten muss, der aus der Region stammt und in der Region produziert werden musste. Und dann haben wir hier auch noch die Motivation für die kleinen und mittleren Produzenten, dass sie so mit ihren Produkten auch das Sortiment für die Kunden in der Region bereichern. Haben Sie in den vergangenen Jahren Veränderungen in der Einstellung der Verbraucher bemerkt, was den Konsum und den Einkauf regionaler Waren betrifft? Sind die Leute bereit, für bessere Qualität mehr zu bezahlen? Direkt in der Region Pilsen haben wir das noch nicht gemessen, aber im Hinblick dazu, dass das Interesse der Produzenten steigt, dieses Jahr haben wir 35 Produzenten und mit 130 Produkten in allen Kategorien. Also sieht man hier, dass auch der Markt darauf einwirkt, dass die Produzenten sich auf diese regionalen Lebensmittel spezialisieren. Also aus diesem Aspekt bestimmt ja. Und ich glaube, dass auch der Verbraucher, wenn er die Wahl hat zwischen 2 Produkten und eines davon hat diese Marke, dass er nach der Marke greift. Ich bin mir aber nicht sicher, dass jemand direkt die Marken kauft als solche, aber er entscheidet sich eher direkt vor Ort, ob er das Produkt kauft. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache, auch im Zusammenhang mit dem Tourismus zeigt sich, dass jeder etwas Gutes mit nach Hause nehmen möchte. Und es passiert uns auch bei Werbeveranstaltungen, dass zu uns Menschen kommen, die
hier im Böhmerwald zum Urlaub waren und möchten diese Produkte gern kaufen und sie dann auch nach Hause nehmen möchten als Souvenir. Was war die ursprüngliche Idee hinter der Marke regionaler Lebensmittel? Sind Sie damit zufrieden, wie Sie das Projekt entwickelt hat? Wurde alles erreicht, was Sie sich im Anfang vorgenommen haben? Wir müssen hier wirklich 12 Jahre zurückkehren, weil heute sind wir es gewohnt, verschiedene Wochenmärkte zu besuchen, verschiedene Wettbewerbe oder verschiedene Veranstaltungen der Regionen oder der Institutionen in den Regionen. Oder es gibt verschiedene Verkostungen oder Kochshows. Und wenn wir 12 Jahre zurückschauen, gab es damals nicht so viel. Und die kleinen und mittleren Produzenten hatten wirklich nicht viele Möglichkeiten, wie man sich sichtbar machen konnte oder wie man sich durchsetzen konnte. Also damals kam das Landwirtschaftsministerium mit dieser Idee für diesen Wettbewerb. Und der sollte bestimmt sein, direkt für die kleinen und mittleren Produzenten. Es ist nicht direkt für die kleinen, weil laut der Methodik des Wettbewerbs ist ein mittlerer Produzent, der 250 Angestellte hat. Das ist schon ziemlich eine große Firma. Aber bestimmt hat sich das seit damals so profiliert, dass heute die Produzenten wissen, dass sie wirklich mit einem Qualitätsprodukt kommen müssen, dass es für sie eine gute Werbung ist, weil der Wettbewerb ist so konzipiert, dass der Sieger alles nimmt. Und das heißt, der Sieger wird auch in einem Katalog platziert auf den Webseiten des Landwirtschaftsministeriums. Er kann sich in Fernsehsendungen profilieren, in Kochshows. Es sind dann auch verschiedene Verkostungen, so wie in der Region, so auch außerhalb. Und es knüpfen auch weitere Veranstaltungen an, wie zum Beispiel hier in Pilsen. Das Pilsener Magistrat veranstaltet jedes Jahr den Tag der Region im Senat. Und es ist bereits eine Tradition geworden, dass eben auch wir als Koordinator eingeladen werden mit einem Stand der regionalen Lebensmittel. Das heißt, neben der Brauerei Pilsen ist es, das ist schon dann viel eine größere Firma, und es ist aber so eine Spezialität, die hier auftaucht und selbstverständlich das Interesse der Prager um eine Verkostung ist sehr groß. Dann ist noch eine Sache hier vorhanden, dass die Produzenten es wirklich schon aufgenommen haben, diesen Wettbewerb, und dass sie schon mehrere Male gewonnen haben. Sie haben also mehr Produkte angemeldet und haben mehrmals gesiegt, also haben den Titel gewonnen. Und hier muss man wirklich betonen, dass die Marke verliehen wird für 4 Jahre. Das heißt, der Sieger derjenigen Kategorie, das heißt entweder Fleisch, Milch, Obst, Gemüse, Getränke, Bäckerprodukte, dass er die Marke verliehen bekommt für 4 Jahre, dann hat er die Möglichkeit, entweder den Titel zu verteidigen, das heißt, sich nochmal anzumelden, oder dann kann er nur also anführen, dass er in einem gewissen Zeitraum die Marke gewonnen hat. Aber es gibt auch solche Produzenten, wie zum Beispiel Frau Machatschkova, die eine ganze Reihe von verschiedenen Marmeladen und Chutneys produziert, dass sie bereits mehrmals den Wettbewerb gewonnen hat. Oder wenn wir eine größere Firma nehmen, ist es zum Beispiel die Firma Lucrena in Lukavice, die sich auf Obst spezialisiert. Also die haben mit getrocknetem Obst angefangen und mit Most. Und heute haben sie bereits eine ganze Reihe von Siegerprodukten. Also es ist auch noch hier die Tatsache vorhanden, dass der Produzent mit der Marke auch arbeiten muss. Es gibt manche, die gewinnen, 4 Jahre die Marke dann tragen und dann können sie aber das marketingmäßig nicht ausnutzen. Und es gibt dann welche auch, denen die Marke wirklich hilft bei ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Vlastne išli tá možná už i díl než 12 let vlastne.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass wir gemeinsam seit mehr als 12 Jahren bayerische und tschechische Produkte auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen gefördert durften. Sie haben vor kurzem auf einer unserer Veranstaltungen unweit der bayerischen Grenze, wo wir regionale Lebensmittel aus Bayern angeboten haben, mit tschechischen Produkten teilgenommen. Und Sie sehen selbst, wie groß das Interesse auch dort ist. Das freut uns sehr. Im Rahmen unserer weiteren Zusammenarbeit möchten wir regionale Produkte auf beiden Seiten der Grenze anbieten, verschiedene Veranstaltungen organisieren, auf denen die Besucher diese Produkte probieren oder online bestellen können. Sie haben auch einen guten, funktionierenden Online-Shop. Die Leute können dort bestellen und dann den Postversand oder die Abholung an Außenstellen nutzen. Da ist eben es interessant bei dem Online-Handel, dass die Firma Schumacher Produkt, die quasi die Garantie übernommen hat für den Handel, dass wir die Produkte direkt transportieren, persönlich. Wir benutzen da keine Spedition oder wir schicken es nicht mit Paketen, eben aus dem Grund, dass die Frische gewährleistet wird. Und dass der Besitzer der Firma direkt dabei ist auch und die Reaktion des Endkunden sieht. Ich bin überzeugt, dass regionale Produkte immer beliebter werden und wünsche uns und den Produzenten viel Erfolg. Es hat sich hier nur die Verletzbarkeit des ganzen Systems gezeigt im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie, weil das alles, was ganz normal funktioniert hat und auch auf unternehmerischer Basis oder auch auf Basis der öffentlichen Verwaltung, die da eingegriffen hat, auf einmal ist alles ganz anders und es ist gefährdet. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Vielen Dank.